Hallo zusammen, das ist eine kurze Einführung von unserem Lynchpin-Intranet. Der Adil macht das für uns, vielen Dank. Wir haben das aufgezeichnet, weil in Zeiten von Corona haben wir gedacht, okay, wir zeichnen alles auf, was man vorher aufzeichnen kann. Wer weiß, wo wir noch reinkommen und so weiter. Wir versuchen das kurz zu halten, damit ihr eine Grundlage für den Tag habt. Und your show, Adil. Danke, Martin. So. Wir zeigen euch das hauptsächlich, weil einige von euch auch dabei sind, die Lynchpin noch nicht kennen. Letztes Jahr hieß das ja auch noch den Confluence Atlassian Enterprise Club. Dieses Jahr ist es der Lynchpin Atlassian Enterprise Club. Damit wir alle auf einem selben Stand sind, habe ich hier ein Demosystem mitgebracht, das ich euch jetzt mal demonstrieren möchte. So, wir starten hier im Login-Screen, wo ich meine Benutzerdaten eingebe. Das ist natürlich ein Schritt, der übersprungen werden kann, wenn man eine Single-Sign-On-Lösung mit eingebaut hat. Sprich, sobald ich meinen Arbeitsrechner aufklappe und mich dort anmelde, bin ich auch automatisch integriert. So, hier melde ich mich jetzt kurz an und dann werde ich hier von meinem persönlichen Onboarding-Assistenten willkommen geheißen. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landen jetzt nicht auf irgendeiner Startseite, mit der sie noch nicht viel anfangen können, sondern werden hier erstmal abgeholt und aufgefordert oder gebeten, die Profilfelder zu hinterlegen. So kann man zum Beispiel auch ein Profilbild hochladen. Ich habe hier die Möglichkeit, Nachrichtenkanäle zu abonnieren und kann jetzt die erste Information zu meinem Standort eintragen. Diese Daten, die merken wir uns, Frankfurt, Deutschland, und klicken hier auf Abschließen. Und sobald ich das getan habe, lande ich hier auf meiner wunderschönen Startseite. Wir sehen hier, für die Leute von euch, die Confluence bereits kennen, sieht das ein bisschen anders aus als der gewohnte Startbildschirm in Confluence. Lynchpin selbst ist eine Ansammlung von verschiedenen Apps, die, wenn sie konfiguriert sind, das Confluence-Wiki in ein voll personalisiertes Lynchpin-Intranet umwandeln. So sehe ich jetzt zum Beispiel, dass ich hier die Möglichkeit habe, mein eigenes Logo mit eigenem Farbschema zu hinterlegen, um mein eigenes Corporate Design dort zu integrieren. Dann habe ich auch eine Navigation, die sich kategorisieren lässt. Und so können auch interne als auch externe Inhalte mit eingebaut werden. Relativ prominent auf der Startseite haben wir die Unternehmensnachrichten. In dem Fall sind das vier an der Zahl, die chronologisch hier durchrotieren. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, sehen wir auch, dass wir unterschiedliche Nachrichtenkanäle haben. Wir haben hier einmal die Global News auf Englisch, dann haben wir rechts die News Germany, für die Kollegen aus Deutschland, dann haben wir hier die Frankfurter Nachrichten und hier rechts die Nachrichten aus der IT-Abteilung. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Unten drunter haben wir die Unternehmensveranstaltungen. Von Confluence-Anwenderschulungen oder Sommerfesten bis hin zu Weihnachtsfeiern kann hier alles transparent hinterlegt werden, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zu diesen Events ganz einfach und bequem per Knopfdruck anmelden können. Rechts habe ich hier die beliebteste Seite in so einem Intranet, den Speiseplan. Und unten drunter noch weitere Schulungsvideos oder die Vorstellung neuer Mitarbeiter. Das Besondere an Lynchpin, was es jetzt auch vor allem von Confluence und anderen Intranet-Lösungen abgrenzt, ist, dass sämtliche Informationen, die mir hier gerade dargestellt werden, vollständig auf mein Profil zugeschnitten sind. Heißt, all das hier ist zielgruppenspezifisch auf mich personalisiert worden. Wir fangen hier an bei dem Menüpunkt Frankfurt. Ich hatte bei dem Onboarding-Assistenten ja schon erwähnt, dass ich in Frankfurt arbeite. Dementsprechend wird mir hier im Menüpunkt Frankfurt angezeigt. Deshalb sehe ich auch Nachrichten aus Deutschland, Nachrichten aus Frankfurt und der IT-Abteilung. Wenn ich jetzt mal mein Profil aufrufe, was ich hier mal mache, sehen wir sehr viele verschiedene Profilfelder und unter anderem auch die Angabe, dass ich in der IT-Abteilung arbeite, am Standort Frankfurt in Deutschland. Diese Information werde ich jetzt mal kurz bearbeiten. Ich gebe jetzt mal an, dass ich im Marketing arbeite, in den USA am Standort Washington. Einfach nur, um die Personalisierung etwas zu verdeutlichen. Sobald ich das nämlich getan habe, habe ich hier sofort eine Navigationszeile auf Englisch. Und wenn ich die Startseite wieder aufrufe, sehe ich auch ganz andere Unternehmensnachrichten mit der Ausnahme der Global News. Denn diese Nachricht ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig vom Standort, Position oder Rolle, relevant. Aber anstatt der News Germany sehe ich jetzt hier die News USA. Da, wo gerade noch die Frankfurter Nachrichten waren, sehe ich jetzt
sehe ich jetzt die standortspezifischen Nachrichten aus Washington. Und wo ich noch gerade die IT-News gelesen habe, sehe ich jetzt die Marketing-Nachrichten. Das wäre gerade auch ein bisschen geändert, gell? Also das heißt, wir haben jetzt vier Leute, oder also vier Nachrichten unten und nicht mehr zwei. Richtig. Das ist alles frei konfigurierbar. Theoretisch ist auch eine Listendarstellung der Unternehmensnachrichten möglich. Das ist von Instanz zu Instanz individuell. Genau. Gerade hatten wir noch die Unternehmensveranstaltung, unter anderem das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. Die tauchen jetzt natürlich nicht mehr hier auf, weil an dem Standort Washington beispielsweise kein Sommerfest stattfindet. Stattdessen habe ich hier trotzdem die Basilica Annual Tower Tour oder das Open Office oder das Confluence User Training, das am 12. November stattfindet. Ich kann nicht nur Informationen personalisiert ausstrahlen, ich kann auch Informationen basierend auf den Profilfeldern ein- und ausblenden. Gerade hatte ich hier nämlich noch den Speiseplan für die Kantine in Frankfurt. Hier sehe ich jetzt nur Confluence-Videos, die ich mir anschauen kann. Das kann einfach dem Umstand geschuldet sein, dass es in Washington keine Kantine gibt und dementsprechend auch kein Speiseplan auf der Startseite angezeigt werden muss. Und somit ist es mir möglich, nur relevante Informationen an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszustrahlen. Wie gesagt, basiert das alles auf meinem Profil. Die Profilkategorien, die wir hier sehen, als auch die Profilfelder, lassen sich individuell konfigurieren. So, das heißt, ich versetze mich jetzt einfach mal wieder in die IT-Abteilung und zurück an den Standort Frankfurt, damit wieder gleich alles auf Deutsch ist. Dann gebe ich noch an, dass ich in Confluence, Jira, SAP und Salesforce ein Experte bin. Und dann muss ich natürlich auch ausweisen, dass ich 4 Jahre Schulfranzösisch hatte und dementsprechend spreche ich auch diese Sprache. Die Informationen kann ich auf Knopfdruck einfach speichern und diese Daten kann ich mir jetzt auch in Listen ausgeben lassen. Wir springen jetzt einfach mal auf eine Seite, die wir hier für den Fall gebaut haben, Telefonbuch Deutschland. Hieran erkennen jetzt auch, spätestens jetzt erkennt dann auch jeder, dass das hier eine Confluence-Erweiterung ist. Das sieht man hier an dieser prominenten, schicken Sidebar. Und hier habe ich auf dieser Seite einfach eine dynamische Liste hinzugefügt, die mir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzeigt, die in Frankfurt arbeiten, inklusive deren Position und Telefonnummer. Und das kann ich auch nochmal aufteilen in Kollegen aus der PR-Abteilung, externe Mitarbeiter oder Kollegen aus der Personalabteilung. Und das kann alles konfiguriert werden, ja? Also korrekt. In unserem eigenen Intranet haben wir zum Beispiel so eine Liste für Brandschutz und Ersthelfer. Da trägt jeder in seinem Profil ein, ob er Brandschutz oder Ersthelfer ist. Und Nutella-Brote. Und Nutella-Brote, darauf gehe ich auch nochmal gleich an. Beziehungsweise, wer verstehen möchte, was Martin sagt, der kann einfach mal einen Einblick in unser Profil werfen. Das ist jetzt unser Intranet. Da sieht man auch eine neuere Version. Ah, vorhin bei der vorigen Aufnahme, die nicht geklappt hat, da war noch ein Strand mit dem Surfbrett. Aber jetzt hast du dich selbst auf dem Surfbrett eingefügt als Hintergrund. Also wenn du glaubst, dass ich das auf dem Surfbrett bin, dann möchte ich dich in diesem Glauben lassen. Das ist für mich in Ordnung. Zumindest ist das ein Spoiler. Ihr dürftet es eigentlich noch gar nicht sehen. Ja? Richtig. Aber dazu gibt es später mehr im Review. So. Hier wird aber, hier sieht man auch, dass wir ganz andere Profilfelder abfragen. Also sehr viele Kontaktinformationen. Hier steht auch, ob ich Erst- oder Brandschutzhelfer bin. Und hier wird auch nochmal abgefragt, wie ich denn mein Nutella-Brötchen bevorzuge. Darauf wird in anderen Vorträgen später noch Bezug genommen. Gut. Zurück hierzu. Wir haben jetzt das Telefonbuch hier hinterlegt und wenn das eine Seite ist, die ich häufiger aufrufe, kann ich sie jetzt einfach als Favorit speichern. Und diese Seite taucht jetzt hier rechts in meiner Linchpin-Sidebar auf. Das sehe ich jetzt zum Beispiel hier. Aber ich habe auch ein Kontaktverzeichnis, das ich nutzen kann, um nach Kollegen zu suchen. So kann ich jetzt hier zum Beispiel einfach nach dem Namen Schröder suchen. Dann taucht hier der Theo Schröder auf. Oder ich sage, ich brauche einen Kollegen, der in Frankfurt arbeitet. Dann tauchen jetzt hier alle Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt auf. Oder ich gehe so weit und sage, ich benötige einen Experten in SAP. Und dieser Experte, der sollte bitte in Frankfurt sitzen. Und im Idealfall sollte er sich auch mit Bamboo auskennen. Und dann taucht hier der Theo Schröder auf, dessen Profil ich jetzt einfach mal aufrufe. Und dann sehe ich hier, der Theo Schröder arbeitet wie ich in der IT-Abteilung am Standort Frankfurt, kennt sich aus mit Jira, SAP, Stash, Salesforce und Bamboo und spricht diese Sprachen. Das heißt, dementsprechend kann ich ihn zu meinen Kontakten hinzufügen und ihn jederzeit bequem hierüber kontaktieren.
Neben dem Kontaktverzeichnis habe ich hier ein App-Verzeichnis. Hier können wir alle Tools hinterlegen, die wir innerhalb des Unternehmens einsetzen. Bei vielen Kunden, die veraltete Intranet-Systeme haben, haben wir nämlich festgestellt, dass das nichts anderes ist als statische HTML-Seiten mit Links zu irgendwelchen Drittanbieterlösungen. Und dementsprechend ist unser Ansatz hier in Linchpin, diese Applikation hier direkt kategorisiert zu hinterlegen. Und natürlich lässt sich auch hier die Personalisierungsfunktion darstellen. Bedeutet, was damit eigentlich ein cooler Anwendungsfall ist, dass man halt einfach so einen zentralen Hub hat, wo alle digitalen Informationen zu Hause sind und du man halt über dieses personalisierte Linkverzeichnis quasi in die ganzen anderen Applikationen abspringen kannst. Richtig. Und dann ist es auch natürlich browserunabhängig. Das heißt, ganz egal, von welchem Rechner ich auch arbeite, kann ich immer auf diese Applikation zugreifen. Wir diskutieren mit Kunden ganz häufig darüber, zum Beispiel sagen, ja, aber in dem Internet oder in der App, da muss jetzt noch ein Messenger mit rein, weil wir müssen WhatsApp ablösen. Mhm. Und WhatsApp ist so böse, Schatten-IT und so weiter. Und dann, ja, aber das, also entweder gibt es Microsoft Teams als Konkurrenten oder es gibt Google Hangouts Chat, was wir benutzen, oder es gibt Slack. Und die sind einfach starke Tools, die man nicht einfach in so eine App reinbauen kann, als 180-Mann-Unternehmen, wie wir es sind. Genau. Und da ist halt dieses Launchpad einfach super, weil ich aus dem Profil in den Chat oder von hier dann in das SAP oder das Salesforce abspringen kann und diese Satelliten, diese Speziallösungen halt nicht so isolierte Inseln sind, sondern man viel eher als neuer Mitarbeiter eine Orientierung bekommt. Was gibt es noch für andere Tools? Wie komme ich da hin? Mhm. Im besten Fall gibt es schon ein SSO, dass ich quasi direkt da eingeloggt bin und so weiter. Genau. Damit hast du mir alles vorweggenommen und ich kann die nächste Funktion zeigen, beziehungsweise kann einfach mal andeuten, dass sämtliche Funktionen, die wir aus Confluence kennen und lieben, wie zum Beispiel das Erstellen von Projektbereichen, all diese Funktionen sind auch nach wie vor in Linchpin vorhanden. Das heißt, ich kann für jedes Team, für jede Abteilung, für jedes Projekt einen individuellen Bereich anlegen und den kann ich mit Vorlagen oder Blaupausen auch so gestalten, dass er immer einheitlich aussieht, sodass ich mich als Nutzer, ganz egal, in welchem Bereich ich mich befinde, jederzeit zurechtfinde. Das ist das Prinzip, das man jetzt aus dem Aldi kennt. Ganz egal, ob ich jetzt hier in Wiesbaden zum Aldi gehe oder in Berlin einkaufen möchte. Das Gurkenglas finde ich immer im selben Regal. Und dementsprechend hilft so eine einheitliche Struktur natürlich auch bei der Nutzerführung. Das Gleiche gilt natürlich auch für Projekte, die wir uns jetzt hier auch anschauen können. Hier sehen wir auch ein weiteres Kommunikationsinstrument, das wir in Linchpin integriert haben, und zwar den Microblog. Der Microblog, das ist eine Social Timeline, die Lücke zwischen statischer Information wie einer Blognachricht und flüchtiger Information wie einer Chatnachricht überbrückt. Diesen Kommunikationskanal kann ich super nutzen, um kurze Updates zum Beispiel zu einem Projekt zu hinterlegen, auf die dann Kolleginnen und Kollegen sofort reagieren können, mit Gefällt mir Angaben oder mit einem kurzen Kommentar. Mir hilft es immer dabei, es gibt ja WhatsApp, das total verbreitet ist für Chat, also Echtzeitkommunikation. Und dann gibt es Wikipedia, das ist quasi hier Confluence Linchpin, ja, was wir machen, Referenz, Dokumentation und so weiter. Und dazwischen gibt es halt Twitter und Facebook. Und das sind genau, also der Microblog macht das, was Twitter und Facebook macht. So kurze Nachrichten, liken, kommentieren, es hat mehr Persistenz, das ist länger da. Genau. Sehr spannend. Wir haben ganz häufig mit Kunden Diskussionen darüber, ob es sowas überhaupt braucht. Aber sagen wir mal, solange es Twitter und Facebook gibt, braucht es sowas offensichtlich. Genau. Die Diskussion kommt dann überhaupt auf, wenn wir den Microblog als schwarzes Brett hier auf der Startseite zum Beispiel hinterlegen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel ein Suche- und Biete-Forum, wo die Susanne Meyer jetzt zum Beispiel ihre Skier abgibt. Kann wohl aufgrund des Coronavirus nicht mehr verreisen. Genau, und kann hier noch weitere Informationen abbilden. Tatsächlich ist bei uns im Intranet der Microblog das zentrale Kommunikationsmittel. Das heißt, die meisten Informationen werden über den Microblog geteilt und dementsprechend muss jeder diesen Microblog lesen, der auf dem Laufenden bleiben möchte. Genau. Zu den Nachrichten hatte ich vorhin schon kurz etwas gesagt. Hier nur, um noch ein paar Details zu ergänzen. Nachrichten lassen sich natürlich kategorisieren und natürlich auch frei gestalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Seite hier aufrufe, sehe ich jetzt meinen ganz normalen Blogartikel. Mit dem Unterschied, dass wenn ich in den Bearbeiten-Modus einspringe, ich hier diese erweiterte Metadatenzeile habe, die es mir als Redakteur ermöglicht,
ein Veröffentlichungsdatum oder ein Ablaufdatum zu hinterlegen. Ich kann ergänzende Inhalte wie eine Dachzeile hinterlegen oder aber auch zum Beispiel Bilder hochladen, die wir dann in diesen Kacheln darstellen können, wie wir es gerade auf der Startseite gesehen haben. Das heißt, wir nehmen hier eine Standard-Confluence-Funktion und erweitern diese um zentrale Funktionen, die wir jetzt auch in einem Rahmen eines Intranets nicht vermissen können. In Anbetracht der Zeit, lassen wir mal gucken. Mobile App wollen wir noch angucken. Genau. Was fehlt uns noch? Hauptsächlich Mobile App. Genau. Fangen wir mit Mobile App an. So. Wir sind alle verteilt. Dementsprechend muss es auch möglich sein, auch von unseren mobilen Endgeräten auf das Intranet zuzugreifen. Ich habe jetzt hier mein Telefon angebunden. Das heißt, wir können hier sehen, mein Screen hier sehen. Und wir sehen hier einmal eine Cybert Media App und einmal eine Linchpin App. Die Linchpin App kann ich hier auch einfach mal aufrufen. Damit kann ich jetzt also die Demo-Instanz, die wir jetzt gerade gesehen haben, hier einfach nochmal browsen. Also hier sehe ich zum Beispiel im Microblog das Angebot von der Susanne Meyer. Aber auf der Startseite habe ich jetzt natürlich die Unternehmensnachrichten, die ich mir jetzt einfach durchlesen kann. Das heißt, ich kann sie anklicken. Ich kann sie auch hier natürlich mit Gefällt mir markieren und Kommentare hinterlassen. Auch hier kann ich auf mein Kontaktverzeichnis zugreifen. Kann zum Beispiel auf Informationen von der Pamela Winter und so weiter zugreifen. Oder aber auch das gesamte Bereichsverzeichnis und alle Seiten, die in meiner Confluence oder Linchpin-Instanz sind, durchsuchen. Wir haben aber hier, wie gesagt, zwei Apps. Das ist einfach dem Umstand geschuldet oder weniger geschuldet. Das heißt, es ist einfach möglich, auch eine vollkommen personalisierte Intranet-App zu haben, also eine Cybert Media-App, genauso wie viele unserer Kunden auch eine eigene Mitarbeiter-App haben. Funktionstechnisch sind diese Apps identisch, mit dem Unterschied, dass wir hier natürlich unser eigenes Logo und Namen und natürlich unser eigenes Farbschema hier hinterlegen. Das heißt, auch hier kann ich sofort auf meine Kolleginnen und Kollegen zugreifen und natürlich meine favorisierten Seiten ansehen. Genau. Gut, ich würde sagen, wenn der Adel nicht sagt, er hat noch was Wichtiges vergessen, es gibt noch zig oder vermutlich mehrere zig Funktionalitäten, auf die wir eingehen können. Wir haben solche Einführungssessions auch schon mal anderthalb Stunden lang gemacht. Aber für heute soll das reichen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gekannt haben. Später heute am Tag gibt es auch nochmal die Möglichkeit, die neuesten Neuerungen, die wir hier jetzt teilweise noch gar nicht zeigen konnten, anzusehen. Ja, das wär's, oder? Korrekt. Im Open Space werde ich auch eine kleine Session anbieten für alle, die noch mehr Fragen zu Linchpin haben. Das heißt, ihr könnt da spätestens auf mich zukommen und eure Fragen loswerden. Bis dahin. Tschüss.